Zum ersten Heimspiel der neuen Bundesliga-Saison 16/17 soll der FC Schalke 04 am 9. September den Rekordmeister aus München empfangen. Neben einer ansehnlichen Choreografie auf der Nordkurve hat die Schalker Ultraszene jedoch noch ein weiteres Schmankerl im Gepäck, welches vor allem den unbeliebten Gästen aus Bayern während des Spiels unter die Nase gerieben werden soll. Nachdem es in der Vorsaison im November zu einem Überraschungsbesuch von Bayern zusammen mit Bochum vor der Nordkurve Gelsenkirchen kommt und sich infolgedessen eine heftige Schlägerei inklusive Jagdszenen hinter der Veltins-Arena entwickelten, verloren die Gäste allerlei Material an hungrige Schalker. Da wir zu diesem Vorfall jedoch bereits ein Video veröffentlichten, wollen wir darauf hier nicht weiter eingehen. So sollte an jedem Spieltag der neuen Saison also seitens der UGE nochmalig auf die Aktion von Bochum und München aufmerksam gemacht werden. In der 20. Spielminute erscheint ein zweiteiliger Spruch mit der Aufschrift: Ihr habt uns gesucht, wir haben euch gefunden, nun öffnen wir die Wunden im Bild-Zeitungsstil. Nur weniger später steigen auf der Nordkurve Dutzende vermummte Schalker auf die Balustrade und präsentieren zahlreiches Münchener Material sowie von deren Freunden aus Hamburg und Jena. Die Aktion, die gut 5 Minuten andauert, lässt den Gästeblock darauf minutenlang verstummen. Da sich auch beide Szenen zur Aktion zu Wort meldeten, möchten wir deren Statements hierbei zusammenfassen. Zitat: Ultras Gelsenkirchen: Pünktlich zur 19. Spielminute und 4 Sekunden wollten wir den Gästeblock nochmal an ihren Ausflug bei unserem letzten Aufeinandertreffen in Gelsenkirchen erinnern. Zwei Spruchbänder im Stile eines Erpresserbriefes wiesen darauf hin, dass sie bei ihrem Besuch vor der Nordkurve einige Sachen zurücklassen mussten. Ihr habt uns gesucht. Wir haben euch gefunden. Nun öffnen wir die Wunden. Anschließend präsentierten wir gemeinsam mit dem E-Block 7 Fahnen, darunter Schädlinge München, Los Rojos Emsland, Südkurve Jena sowie viele T-Shirts und Schals, die sich über einen geringen Zeitraum angesammelt hatten. Erst vor wenigen Jahren hatten wir Sachen unserer Gäste das letzte Mal das Licht der Welt erblicken lassen. So konnte man schon von einer großen Menge an verschiedenen Materialien in kurzer Zeit sprechen, die den Weg zu uns fanden. Zitat: Schickeria München: Das erste Bundesliga-Auswärtsspiel führte den rot-weißen Tross nach Gelsenkirchen. Verglichen mit anderen Destinationen wie Wolfsburg, Sinsheim oder Mainz sicher eines der aufregenderen Reiseziele für den Bayern-Fan. Mit 5 Bussen ging es gen Ruhrgebiet und auch bei kurzzeitiger Vollsperrung blieb die Fahrtdauer trotz des berüchtigten Freitagsverkehrs noch im Rahmen. So konnte quasi immer noch überpünktlich am Plexiglas angeflaggt und nach den etlichen Schalker Vereinsliedern sowie einer sehenswerten und thematisch coolen Choreo von UGE akustisch losgelegt werden. Der Gästeblock hatte heute richtig Bock, bei der neuen Spielzeit eine erste Visitenkarte abzugeben und so ran so manchem bei den sommerlichen Temperaturen schon nach einer Viertelstunde ein Schweißbach die Kimme runter. Einen guten, aber immerhin nicht allzu langen Dämpfer erhielt die Stimmung, als die Schalker nach 20 Minuten eine Spruchbandaktion zum Rambazamba vor dem letzten Spiel auf Schalke machten. Kann man aus ihrer Perspektive wohl alles so sehen. Bitter war das Ganze vor allem, da noch allerhand Bayern-Fanartikel in der Nordkurve präsentiert wurden. Dass wir umgekehrt vieles davon wohl eher nicht an den Zaun gehangen hätten, ist dabei auch eher ein schwacher Trost und ruft hoffentlich zumindest den regelmäßigeren Auswärtsfahrern wieder einmal ins Gedächtnis, dass die Uhren an anderen Orten eben etwas anders ticken als bei uns. Außerdem konnte man zumindest auf den Fotos erkennen, dass auch ein paar wertigere Dinge in blau-weiße Hände geraten waren, von denen man bisher nicht wusste, an wen sie abhanden gekommen sind. Der Gästeblock berappelte sich dann aber relativ schnell wieder. Auch wenn die Schalke-Aktion natürlich nervt, war es mit dem 2:0-Sieg und der starken Stimmung anscheinend wohl auch von der Gegenseite mit paar wenigen Hängephasen ein erfreulicher Auftakt ins Wochenende. Grüße gehen noch an die coolen Typen aus Hamburg und Jena, die sich auch mal wieder einen Freitag auf deutschen Autobahnen gegönnt haben, um uns bei diesem Spiel zu unterstützen. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.